Also wenn ich den Tag überschreiben sollte, die Schicht gestern, dann würde ich sie mit Chaos pur überschreiben. Also es ging schon los, dass wir um 16:45 das Mannschaftsessen hatten und dann kamen schon die ersten Gäste rein, haben sich hinsetzen wollen, haben Buchungen machen wollen, also und auch keinen guten Appetit, gar nichts. Also irgendwie, das war nicht so schön, das war unruhig. Und dann haben wir um 17 Uhr geöffnet, das hat bis 17:30 Uhr gedauert und plötzlich war auf mal die Hütte bis oben hin voll. Und zwar haben wir zwei Schichten, eine geht von, ja, sagen wir, von 17:30 Uhr bis 20 Uhr und von 20 bis 22 Uhr. Und zweimal die Hütte gerappelt voll und das Ganze, bei dem ein Koch krank war. Die waren nur zu zweit in der Küche, konnten also sogar nicht so schnell hinterherkommen. Und ich hatte an der Theke das Problem, dass das Bier immer noch nicht lief. Wir haben noch keine neue Kohlensäure dran. Neues Fass haben wir dran gemacht. Also das hat nichts gebracht mit dem neuen Fass. Das war leer. Also liegt es wohl an der Kohlensäure. Das soll jetzt dann heute passieren, beziehungsweise ja nachher passieren. Ja, und so waren alle im Service voll unter Dampf. Alle haben versucht, die Gäste bei Laune zu halten. Und trotzdem ist es dann vorgekommen, dass Gäste unzufrieden waren, die kein Verständnis dafür hatten, dass ein Koch krank ist und dass das Bier halt eben nicht so läuft, wie es sonst läuft und dass sie mal auf die Getränke warten, obwohl das Ganze sichtbar bis oben hin gefüllt war. Ich frage mich, was in diesen Menschen vorgeht, aber ist okay. Ich kann das ja verstehen. Die kommen rein, wollen das Leben genießen und das ist unter diesen Bedingungen nicht unbedingt zu machen, wenn man so ein bisschen angepiekt ist und noch mit Stress von zu Hause gerade in den Urlaub gefahren. Ja, also, das war der Tag und irgendwie sind wir da durchgekommen. Am Ende des Tages stand ein super gutes Ergebnis zu Buche. Alle waren mit dem Ergebnis zufrieden und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der Stress nicht ereilt und ich bin am Abend mit meinem Fahrrad glücklich und zufrieden nach Hause gefahren. Also trotz des Chaos, ich bin gut durchgekommen. Der Stress hat mich nicht erreicht. Ich freue mich morgen, wenn es wieder heißt, mein persönlicher Stresstest.